Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Affirmationen im Sinne von positives Denken. Das sind also so positive Sätze, die du dir immer wieder sagst, um dein Unterbewusstsein auf ein positives neues Ziel auszurichten und um dein Leben zu verändern. Heute geht es um die Frage, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und wenn es funktioniert, wie funktioniert es? Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib dran. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute geht es um das Thema Affirmationen. Eine Affirmation könnte zum Beispiel sein: Es geht mir in jeder Hinsicht jeden Tag besser und besser. Oder du benennst im Grunde das, wo du hin willst. Ich bin voller Freude, Frieden und Gelassenheit. Oder ich bin es wert, geliebt zu werden, gesund zu werden. Also Sätze, die beginnen mit ich bin es wert oder ich erlaube mir oder ich bin offen dafür. Also ja, Dinge, ich bin offen dafür, dass positive Dinge in mein Leben kommen dürfen, in dem Sinne. Ja. Prinzipiell würde ich sagen, sind Affirmationen ein ganz wunderbares Werkzeug. Aber, das Aber kommt gleich. Affirmationen sind toll, weil das ist einfach. In der modernen Hirnforschung weiß man einfach, das Gehirn braucht tägliche Wiederholung. Ja, also wir sind es so daran gewöhnt, immer wieder unsere negativen, depressiven Gedanken zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen, weil wir es nicht bewusst tun, weil es von alleine passiert, weil es Automatismen sind, dass unser Gehirn einen riesengroßen Kraftaufwand und Anschub braucht und tägliche Wiederholung braucht, um ins Positive reinzukommen. Ja, also du wirst das selber merken, die negativen Gedanken in deinem Kopf, die haben eine unglaubliche Sogwirkung. Also die kommen immer, immer wieder. Und deswegen ist es wichtig, dass du dem was entgegensetzt, dass du mit positiven Sätzen oder Formulierungen deinem Gehirn immer, immer wieder etwas Neues beibringst und das immer wieder wiederholst. Deswegen vergleiche ich das immer schon mal gerne mit Klavierspielen lernen oder auch mit einer Sportart lernen oder irgendeine Fingerfertigkeit. Das braucht tägliches Training und tägliche Übung. Hirnforscher sagen mindestens 21 Tage. Nach meiner Erfahrung braucht es aber noch mehr als 21 Tagen, bis im Gehirn tatsächlich eine Veränderung eintritt im Sinne von ein neuer Glaubenssatz etabliert wird, eine neue Gewohnheit installiert wird und sowas. Ja? Deswegen sind Affirmationen eine wunderbare Sache. Aber, jetzt kommt das Aber. Die Formulierung ist ganz entscheidend, weil je nachdem, wo du stehst, je nachdem, wie du innerlich drauf bist, ja, brauchst du andere Formulierungen. Deswegen sind allgemeine Affirmationen, die du von irgendwie aus dem Internet oder irgendwoher hast, sind nicht unbedingt perfekt für dich zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, sagen wir mal, hier stehst du gerade und dein Ziel ist hier. Ja, also du fühlst dich von deinem Selbstwertgefühl her, von deiner Lebensfreude, von deiner Lebenskraft her, fühlst du dich gerade ganz unten und das, wo du hin willst, ist noch ziemlich weit weg. Also den ganzen Tag gut drauf zu sein, kraftvoll zu sein, Mut und Lebensfreude zu haben und Vertrauen in dich und das Leben und all das, was du dir wünschst, das ist im Moment noch sehr weit weg. Wenn du jetzt hier stehst und benennst das, was ganz am anderen Ende der Skala ist, dann kommt aus dem Inneren ein ganz tiefer Widerstand. Da kommt so ein Nein. Stimmt nicht, ist eine Lüge, dieser Satz. Ja, wenn du sagen würdest, ich bin jetzt bereit, voll ins Leben zu starten und glücklich und gesund zu sein, dann kannst du davon ausgehen, dass der Satz nicht reingeht. Also du programmierst dich damit nicht positiv, sondern im Gegenteil, das holt erstmal die ganzen negativen Überzeugungen in dir hoch und die sind dann ganz präsent. So, das heißt, das ist eine zweischneidige Sache. Einerseits wäre es nicht gut, immer nur diese krassen positiven Sätze zu sagen, weil dann im Inneren halt wie soll ich sagen, ich nenne das schon mal gern den Grimpfel, also dieses Gefühl im Inneren, ja, war so, nee, stimmt nicht, Gefühl, was dann entsteht. Einerseits ist das zwar kontraproduktiv, wenn du damit negative Gefühle hervorholst, andererseits ist es eine riesengroße Chance, daran zu arbeiten. Das heißt, wir müssen ja, wenn wir aus der Depression rauskommen wollen
unsere negativen Überzeugungen erstmal entdecken. Wir müssen uns erstmal darüber klar werden, was haben wir denn da für negative Glaubenssätze, um die dann verändern zu können. Und dafür können diese positiven Affirmationen eine Chance sein, weil sie das Zeug in dir hochholen. Also wenn du so einen Satz sagst wie, ich bin es wert, glücklich und gesund zu sein, und aus dem Inneren steigt dann der negative Glaubenssatz hoch, der dich bisher blockiert hat, nämlich, nein, ich bin es nicht wert, ich bin gar nichts wert, dann kannst du den verändern und bearbeiten. Ja? Das ist also ein bisschen auch so ein Selbstdiagnoseinstrument, eine positive Affirmation zu sagen, wenn du sie nicht einfach nur über dich berieseln lässt, wenn du dir, sagen wir mal, eine Meditation anhörst aus dem Internet und da sind dann die ganzen positiven Sätze drin. Nicht einfach nur unbewusst berieseln lassen, wenn du innerlich merkst, das glaube ich nicht, fühlt sich nicht gut an, sondern dann arbeite damit, ganz bewusst. Ja? Spüre rein, was sind deine negativen Glaubenssätze, die durch die positiven Affirmationen an die Oberfläche gespült worden sind? Dann kannst du sie zum Beispiel beklopfen. Oder mit deiner Technik, mit was auch immer, kannst du dann daran arbeiten. Ja? So, das heißt, du stehst hier, dein Ziel ist da. Das ist so, du kannst dir jetzt so ein bisschen vorstellen, wie wenn du im Fitnessstudio bist und wenn du noch total schlaff bist und total unfit und gehst dann direkt an die größten, dicksten Gewichte. Geht nicht. Damit bist du überfordert. Was du brauchst, ist eine langsame Steigerung von da nach da. Und genauso ist das bei den Affirmationen auch. Also, spüre rein, wie hoch ist der Widerstand, der da kommt. Wenn der noch sehr hoch ist, kannst du die Formulierung abschwächen. Also nicht sagen, alles ist super, sinngemäß, sondern du kannst zum Beispiel sagen, ich bin offen dafür, dass es in der Zukunft, dass du in der Zukunft dein Ziel erreichst. Ja, also ich bin offen dafür, dass ich es jetzt lernen werde, mich selber zu lieben, mich zu akzeptieren und Mut und Gelassenheit und so weiter. Das, was du da eben haben willst. Ja? Wenn zum Beispiel so ein Satz wie ich erlaube mir jetzt in die Heilung zu gehen, wenn der Widerstand hervorruft, dann darfst du dich fragen, was genau erlaube ich mir da nicht und warum erlaube ich mir das nicht? Wer hat mir das früher nicht erlaubt oder und so weiter. Ja? Du kannst da wirklich mitarbeiten. Wenn du allein nicht weiterkommst, dann gerne mit Begleitung, ja, mit therapeutischer Unterstützung. Du kannst dich auch gerne bei mir melden, dass wir zusammen mal deine Glaubenssätze anschauen. Und dann kannst du damit arbeiten. Und dann kannst du dich ganz langsam kontinuierlich steigern, so lange, bis du wirklich in der Lage bist, diese super positiven Sätze zu sagen, ohne dass sich noch ein Widerstand regt. Ja? So, das ist nämlich beim Klopfen genauso. Wir haben ja beim Klopfen auch immer so, wir achten sehr genau auf die Formulierungen das sind, im Grunde sind auch Affirmationen dabei. Wenn wir bei diesem Einstimmungssatz an der Handkante dann immer sagen, auch wenn ich jetzt gerade das und das Gefühl fühle oder Problem habe, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Das ist immer wieder die Übung, die wir machen, dass wir reinspüren, was macht es mit mir, diesen Satz zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Je nachdem, wo du stehst, wenn du sagst, ja, ist noch ein bisschen ungewohnt, normalerweise sagt man das ja nicht so zu sich, aber eigentlich fühlt es sich ganz gut an oder es ist zumindest okay, das zu sagen, es kommt kein dicker Widerstand. Dann sag den Satz, dann sag ihn so oft es nur geht, so lange, bis der so richtig schön hier angekommen ist, da wo er hin soll, ja, damit du ihn fühlen kannst. Wenn du aber sagst, oh, nee, ich liebe und akzeptiere mich, auf gar keinen Fall kann ich das über die Lippen bringen, so eine große Lüge geht gar nicht, steht mir nicht zu, dann bist du doch zu weit da. Das heißt, dann schwächst du diesen Satz ab im Sinne von, auch wenn ich jetzt das und das Gefühl fühle, bin ich okay. Also die meisten können das sagen, ich bin okay. Oder du schwächst es noch, selbst wenn das nicht geht, schwächst du es noch mehr ab. Auch wenn ich jetzt dieses Gefühl fühle, bin ich offen dafür, dass ich Stück für Stück lernen werde, mich okay zu finden. Oder ich bin irgendwie okay oder ich bin so ein bisschen okay. Ja, also mach das so, dass es, sagen wir mal, wie im Fitnessstudio so ist, dass du deine Komfortzone so ein bisschen überdehnst. Also es darf sich ruhig noch so ein bisschen ungewohnt anfühlen, diesen Satz zu sagen. Er muss sich nicht sofort super anfühlen. Das geht wahrscheinlich nicht. Ja, aber da, und wenn du, und das machst du, dieses Gewicht im Fitnessstudio, das trainierst du so lange, bis es sich gut anfühlt, bis es dir überhaupt keine Probleme mehr macht. Und dann steigerst du deine Formulierung. Ja? Also so würde ich mit Affirmationen arbeiten, dass du wirklich guckst,
Erstens, was für negative Glaubenssätze spült das in mir hoch? Und zweitens, wie kann ich die verändern? Und drittens, wie kann ich die positiven Affirmationen so formulieren, dass es sich so richtig gut anfühlt? Und wenn es sich gut anfühlt, dann wiederhole, wiederhole, wiederhole sie jeden Tag. Du kannst sie dir selber auf Band sprechen, vielleicht mit einer schönen Musik hinterlegen, zieh es dir über Kopfhörer beim Bügeln, beim Autofahren, beim sonst was, zieh es dir rein. Aber nur, wenn es sich gut anfühlt. Das ist der Knackpunkt. Ja? Affirmationen sind super, bringen ganz viel, aber nur, wenn die sich stimmig anfühlen. Und das kann ein Stück Arbeit sein, um dahin zu kommen. Aber ja, du kannst, wenn du darauf achtest, dann kannst du wunderbar mit Affirmationen arbeiten. Und noch eine Sache zum Gesetz der Anziehung. Das ist ja auch sowas, wo man immer sagt, wenn du dir mit dem Gesetz der Anziehung deine Wünsche erfüllen willst, dann musst du nur das, was du haben willst, 100.000 Mal in deinem Kopf wiederholen und dann wird das in dein Leben kommen. Erstens, nein, es wird nicht einfach so in dein Leben kommen. Und zweitens, auch hier musst du darauf achten, dass die Affirmationen sich gut anfühlen. Weil das, was die gewünschten Dinge in dein Leben zieht, sind nicht die Gedanken, die du denkst, sondern es sind die positiven Gefühle. Ja, also wenn du, wie soll man sagen, wenn du dir irgendetwas wünschst und du wiederholst es immer wieder, dann achte erstens darauf, ob sich das gut anfühlt, weil das, was das Universum in Gang bringt sozusagen und was das in dein Leben zieht, was du haben willst, das sind die positiven Gefühle, die du dabei hast. Diese Vorfreude, diese Weite, dieses, oh ja, das wäre schön, wenn das in mein Leben käme. Wow! Wenn du in der Lage bist, mit der Affirmation dieses Gefühl zu erzeugen, dann kommt das in dein Leben. Und jetzt kommt noch der Haken, es kommt nicht von alleine. Also Affirmationen an sich reichen nicht aus, um dein Leben zu verändern, sondern du musst in die Handlung kommen. Das nützt alles nichts, ja? Das wird nicht vom Himmel fallen, dein Wunsch, sondern es bereitet sozusagen die Basis, es bereitet den Rahmen und öffnet die Tür, damit du das Gewünschte selber in dein Leben ziehen kannst. Du musst es schon noch selber machen. Das ist der Haken an der Sache, ja? Affirmationen sind ein super hilfreiches Instrument, um dein Innenleben zu verändern, aber alleine reicht es nicht. Und guck ein bisschen, ja, dass du dich in einen Zustand bringst, wo du die Affirmation wirklich glauben kannst. Und dann wird es immer besser. Je öfter du einen sich gut anfühlenden Satz wiederholst, desto stärker, stärker, stärker wird dieser Satz und dieser Glaube und dieses Gefühl in dir. Und dann, ja, probier es einfach ein bisschen aus. Vielleicht fällt dir auch noch was anderes dazu ein. Schreib mir gerne in die Kommentare das, was du für Erfahrungen mit Affirmationen gemacht hast. Und ich bin ganz gespannt auf eure Reaktionen. Wenn du mal mit mir arbeiten möchtest und mal mit mir die richtigen Formulierungen rausfinden möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir für eine Klopfsitzung. Gehe gerne auf meine Website www.seelenklopfen.de oder komm auch in meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Liebe dich selbst, denn du bist wunderbar. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.